Dann habe ich aus dem Disney Store, glaube ich, noch so einige Sachen bestellt, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ihr habt jetzt schon wieder neue Woche. Wir haben es aber erst Sonntag. Das heißt, ihr seht es erst einen Tag später, diesen Vlog. Wir sind jetzt gerade dabei, ein bisschen Haushalt zu machen. Wir haben jetzt überall mal ein bisschen durchgesaugt, durchgewischt. Karim ist gerade auf dem Weg und holt Essen. Denn so langsam wissen wir nicht mehr, was wir essen sollen. Deswegen haben wir mal unser Lieblingsrestaurant angeschrieben. Das Rio in Berlin. Das ist so unfassbar lecker dort. Und die liefern jetzt auch, Gott sei Dank. Weil die mussten ja genau wie alle anderen Restaurants auch leider zumachen. Bieten jetzt aber einen Lieferservice an, man kann das Essen dort abholen. Das heißt, für diejenigen, die gerade in Berlin sind, schaut mal vorbei. Ich habe euch mal hier unten reingeschrieben. Das heißt, nein, keine bezahlte Kooperation, auch keine unbezahlte Kooperation. Ist einfach mein Lieblingsrestaurant hier in Berlin. Und die liefern jetzt, man kann dort entweder abholen oder über Lieferando bestellen. Das heißt, wenn es nicht in deiner Nähe ist, fahr einfach dahin. Das ist in der Crossener Straße. Richtig, richtig lecker. Ich kann euch Shaking Beef oder Udon Beef sehr empfehlen. Das haben wir uns heute nämlich auch bestellt. Genau, und dann machen wir heute so ein bisschen die Dachterrasse endlich schön. Der Karim hat nämlich gestern schon was aufgebaut. Wir haben uns so ein Bett bestellt. Man kennt das, glaube ich, aus ganz, ganz vielen Hotels. Und gestern haben mir schon ganz viele geschrieben, dass es ja bei großem Wind wegfliegen könnte. Ich glaube nicht, dass es wegfliegt. Das ist so verdammt schwer. Kriegt es nicht mal angehoben. Also das ist richtig, richtig schwer, dieses Teil. Dann habe ich mir noch einen Whirlpool bestellt, einer zum Aufblasen. Da musste ich aber erstmal klären, ob ich mir den überhaupt aufstellen darf oder ob die Dachterrasse dann zusammenbricht. Darf ich, aber es dürfen nur zwei Personen rein. Nicht so schlimm. Den werden wir jetzt auch kommende Woche endlich mal aufbauen. Da habe ich noch so einige andere Sachen für die Dachterrasse, die ich aufbauen möchte. Das Wetter wird jetzt so richtig, richtig geil. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall die Zeit dafür nutzen. Ich wollte eigentlich auch noch mal in den Baumarkt und so ein paar Sachen holen. So Blumenkästen. Ach nee, habe ich schon bestellt. Habe ich schon. So Hochbeete, weil ich unbedingt Erdbeerpflanzen wenigstens haben möchte. Ich habe ja keinen Garten mehr und ich will wenigstens Erdbeerpflanzen haben. Da habe ich drei Hochbeete, glaube ich, bestellt. Aber die muss ich auch noch aufbauen. Und ich brauche unbedingt Erde. Ja, deswegen wollte ich eigentlich noch mal in den Baumarkt. Auf jeden Fall wird die Dachterrasse ein Paradies, hoffe ich. So ein bisschen Urlaubsflair wollen wir da reinbringen. Es wäre ja auch ganz schön, wenn ich diese Palme hier wieder hinkriegen würde, aber ich bezweifle das. Ich habe die einfach vergessen zu gießen. Aber noch ist sie grün. Also zumindest hier in der Mitte. Ich glaube, ich stelle sie heute raus und gebe dann nochmal eine Ladung Wasser. Da muss ich da auch mal neue Erde und sowas reinmachen. Unbedingt. Ist auch verrücktes Wetter, oder? Vor zwei Tagen haben die Kinder draußen noch Handschuhe gebraucht, weil die so gefroren haben. Heute ist es so warm. Ich brauche nämlich meine Jacke. Ich gehe so kurzärmlich raus und es ist voll angenehm. So, Juna, komm, Schuhe an, Jacke an. Wir gehen mal mit den Hunden spazieren. Miley auch. Komm, Schuhe an, Jacke an, Hunde spazieren. Bei dem schönen Wetter haben wir echt schon überlegt, ob wir irgendwie durch den Park gehen oder um einen See rum. Aber ich habe irgendwie Angst, dass wir erwischt werden und Ärger kriegen. Ist doch echt blöd, ey. So schönes Wetter. Ich bin so Deko. Du bist Deko? Komm, weiter geht's. So, wir sind wieder zurück und die Parks sind immer noch extrem voll, finde ich, draußen, oder, Miley? Richtig viele Menschen. Also Mindestabstand wurde auch nicht eingehalten. Voll eigenartig. Keine Ahnung. Die halten sich einfach nicht an den Regeln. Ja, und ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die sich hier einschließen. So wie das draußen aussieht. Ja gut, bei dem krassen Wetter nicht rauszugehen, ist halt schon echt. Aber trotzdem, nicht mal das Essen abgeräumt. Trotzdem, irgendwie ist das sehr, sehr merkwürdig. So, die Kinder haben sich jetzt einen Obstteller gewünscht. Ich werde ihn jetzt hier hinstellen. Aber nicht kleckern. Und du, Spot, was machen wir? Ich gucke jetzt mal, was ich hier noch hinten im Kleiderschrank Raum habe, was ich noch schnell aufbauen könnte. Ja. Oh, hier ist mein Whirlpool drin. Ich freue mich. Aber den packe ich noch nicht jetzt aus. Mal gucken. Hier ist die Pumpe drin. Was haben wir noch? In diesen dreien sind die Hochbeete drin, denke ich mal. Und dann habe ich hier hinten noch was. Das finde ich echt ganz süß. Das baue ich, glaube ich, auf. Oh, ist das schwer. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Oh. Yes. So was. So eine Sitzbank. Die baue ich jetzt schnell auf. Okay, auf den ersten Blick sieht das super einfach aus. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinkriege, oder?
fertig. Können die Kinder, sobald wir irgendwann mal grillen können, hier an dem Tisch sitzen? Ich muss es noch ein bisschen anstreichen, weil ich habe Angst, dass beim ersten Regen das nicht mehr so glatt ist, sondern rau wird. So, Badezeit. Ich mache den Kindern jetzt erstmal eine heiße Wanne. Und dann können sie wieder ein bisschen mit ihren Schleichfiguren spielen. Und wegen der Zeitumstellung ist es diesmal noch nicht so dunkel, dass wir die Kerzen anmachen können. Dafür gibt es aber aus unserer Wunderkiste... Was ist los, Bot? Ja, ich nehme mich gleich wieder hoch. Aus unserer Wunderkiste Badekonfetti haben wir da. Und ganz, ganz viele Badekugeln. Hier ist ein Blubbervulkan. Was ist das denn? Färbt das Wasser mit Sprudelkristall? Das klingt doch interessant. Das können wir nehmen. So, also mal ganz ehrlich, ich bin zu blöd, die richtige Dosierung zu finden, um nicht so viel Schaum entstehen zu lassen. Was ist denn das? Wieder zu viel. Ist ja die Hälfte Wanne voller Schaum. Jedes Mal dasselbe. Ich schaff das einfach nicht. Zeig euch jetzt mal ganz kurz, was ich genommen habe. Hier, Gute Nacht Bad von Penaten. Das habe ich genommen. Und da habe ich eigentlich nicht so viel. Vielleicht nehme ich einfach grundsätzlich zu viel davon und sollte viel weniger reinmachen. Abendessen, Juna, hinsetzen. Mama. Oh, das sieht aber lecker aus. Ich muss das nochmal machen. Hinsetzen, Juna. Was machst du Mama. Denn da? Nur Blödsinn im Kopf. Wirklich, ich hinsetzen kann, jetzt. Kann ich was zeigen? Was denn? Ihr macht das bestimmt auch, wenn eure Haare nass sind. Macht ihr die Haare vor, macht ihr ein Handtuch drauf, rollt es dann zusammen, dann... Tada! Ja, wunderschön. So, setze ich jetzt hin und esse was. Das ist meine Tasse und das ist deins. Dein Trinken, genau. Kerzen vielleicht ein bisschen weiter weg. Piep, piep, piep. Lieb. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. So, ab ins Bett mit den Kindern. Hey, was ist los? Was ist denn das hier eigentlich? Könnt ihr das bitte noch schnell wegräumen? Und dann gibt's heute mal im Bett Chips trinken und diesen Film hier. Ich werde jetzt auch nichts mehr weitermachen. Ich werde jetzt die restlichen Chips, die hier drin sind. So viel ist nicht mehr. Ist fast alle die Tüte. Nehmen und dann auch mich ins Bett legen. Was hast du denn gebastelt? Das ist wunderschön. Toll. Wunderschön anmalen. Ja, na klar, ich leg dir das hier hin. Ja. Okay. So, ich werde mir jetzt gleich noch eine richtig schöne Serie angucken oder einen richtig coolen Film auf Netflix mal gucken. Ich habe heute übrigens nicht so viel vom Alltag mitfilmen können, weil die Kinder sich nur angezickt haben und das, boah, nee. Einige Nachrichten haben mich schon erreicht, zwecks Geschenke und Ostern. Und dann habe ich euch auf Instagram mal gefragt, ob ihr denn wissen wollt, was die Kinder im Osterkörbchen haben wollen. Und ich glaube, zu 90% wurde ja angeklickt. Deswegen, ich setze mich jetzt gerade mal an den Rechner, gucke nochmal so ein bisschen drüber, weil Juna letztens meinte, da ist ein Kuscheltier im Osterkörbchen. Und ich habe jetzt natürlich kein Kuscheltier. Jetzt gucke ich mal im Onlineshop, ob ich noch irgendwas finde, was richtig süß ist. Und zeige euch jetzt gleich mal so, was ich bestellt habe. Also als erstes habe ich bei Schleich direkt auf der Seite dieses Haus hier bestellt. Das ist ein Schlumpfenhaus mit zwei Figuren. Und zusätzlich dazu habe ich noch einmal die Schlumpfine geholt. Und ich glaube noch ein paar Pferde und diesen goldenen T-Rex. Dann hat Miley den einen Tag das hier gesehen. Das ist so ein Nagelstudio, wo du dir Muster auf die Nägel drucken kannst. Also so richtig kleine Bildchen. Herzchen, Einhörner, Muffin, ein Flamingo. Ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber wenn, wäre es auf jeden Fall richtig cool. Ist auch wieder für beide Kids. Dann habe ich aus dem Disney Store, glaube ich, noch so einige Sachen bestellt, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war dieses Kegelset hier und eine Puppe, glaube ich, so eine Ballerina. Ich glaube, ein Kleid hatte ich auch geholt für Juna, weil die halt solche Kleider extrem liebt. Gibt es die Ballerina-Puppen gar nicht mehr? Hä? Letztens gab es hier noch Ballerina-Puppen. Hier, die hier mit Rapunzel. Die habe ich bestellt. Genau, die. So, und jetzt werde ich mal auf der Seite von Niki gucken, ob ich da noch irgendetwas richtig Süßes finde. Wie gesagt, Juna wollte ja unbedingt ein Kuscheltier haben. Ich gebe jetzt einfach mal... Ich guck mal bei Neuheiten rein. Irgendwie finde ich kein richtig schönes Kuscheltier. Wo ich sagen würde, das wird doch irgendwie Sinn ergeben und landet nicht gleich in der nächsten Ecke. Ich habe jetzt was anderes gefunden und das habe ich jetzt erstmal in den Warenkorb gepackt. Macht für mich mehr Sinn. Und zwar ist es so ein Stiftemäppchen als Eselform. Sieht aus wie ein Plüschtier, aber man kann trotzdem ja noch Stifte reinmachen. Hier ist ein Reißverschluss. Das finde ich ganz süß. Ich glaube, dass ich lieber das hier nehmen werde. Und dann natürlich halt noch Ü-Eier. Diese Ü-Eier zum Löffeln, die es im Sommer immer gibt. Und ein großes Ü-Ei. Und das war, denke ich, also mehr nicht. Ist auch wieder mehr als genug. Naja. Also ich würde jetzt gerne das Video beenden, weil ich jetzt mich ausziehen werde, Zähne putzen und ab ins Bett. Ja, passiert jetzt einfach nichts mehr. War heute ein blöder Tag. Also wie gesagt, die Kinder haben sich irgendwie nur gestritten. Ich war auch mega genervt irgendwann davon, war auch gestresst. Wieder viel zu wenig geschafft als eigentlich geplant. Oh, Pillenwecker. Naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Mit hoffentlich besserer Laune. Bis dann.